Wen? Oh! Mach zu! Nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei eurem TuneFV und herzlich willkommen zurück bei Five Nights at Freddy's 4 in der 3D-Version. Wir haben ja bereits in der ersten Folge festgestellt, dass dieses Game absolut creepy ist. Du hast einfach die Nightmare-Animatronics, die dir in deinem verdammten Schlafzimmer hinterherlaufen. Und die wohnen in meinem Schrank. In meinem Schrank. Die ersten beiden Nächte haben wir ja in der ersten Folge schon überstanden. Und natürlich stellen wir uns heute den nächsten Nächten. Vergiss ihr deswegen wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde. Und wir spielen jetzt weiter in FNAF 4. Free Roam. So, Freunde. Nacht 3 ist natürlich am Start. Oh, ich muss jetzt mal gucken. Was? Chica? Okay, oh, Freunde, hier ist schon direkt... Mach mal zu hier. Mach mal zu. Oh. Okay, Freunde, keine Ahnung, was hier los ist. Chica ist jetzt, glaube ich, aber auch mit am Start. Und manche von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, Freunde, ich kann hier drüben die Tür halten und kann trotzdem bis nach hier drüben laufen. Wer? Oh, draußen ist Bonnie. Wir haben ja schon festgestellt, dass Bonnie übel schnell ist. Ich weiß ja noch nicht, was Chica kann, Freunde, aber ich glaube, ich will es auch nicht rausfinden. Okay, kann ich hier? Mach immer. Oh, wer kommt denn da? Wer ist denn jetzt alles aktiv hier? Wie viele Animatronics haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben Chica auf jeden Fall. Ich sehe Bonnie. Oh, oh, nein, nein, mach die Tür zu. Mach die Tür zu, Alter. Oh, da drüben. Mach, Alter. Junge. Ich habe keine Ahnung, wer im Gang ist, Freunde. Wir haben Chica bis jetzt noch nicht gesehen. Ich muss natürlich auch ganz ehrlich gestehen, Freunde. Ich will Chica gar nicht sehen. Es gibt Sachen, die muss man nicht sehen. Also ich finde einfach, Freunde, dass hier... Oh. Wer ist denn da? Chica, mach Witze. Alter, der Tür geht nicht zu. Ich muss wirklich gestehen, Freunde, das ist mit eines der gruseligsten Free-Roam FNAF-Games ever. Einfach, weil es so absolut widerlich ist. Weil es so absolut widerlich ist, wie die Animatronics sich alleine schon bewegen. Und das ganze Setting, Freunde. Oh nein, mach zu. Oh, Bonnie kommt. Nee. Die kommen einfach von allen Seiten, Freunde. Wir schaffen es aber bis jetzt eigentlich ganz gut, hier zurechtzukommen. Ich bin auch nur froh, dass Foxy sich ruhig verhält, Leute. Dass Foxy nicht angreift, ist verdammt nochmal ein Segen. Okay, ich glaube, Bonnie geht wieder. Jo, Bonnie geht, okay. Wie sieht's hier drüben aus? Okay, da ist gar niemand am Start gerade. Manche von euch meinten auch, ich kann mich wohl hier unten in diesen Räumen irgendwie verstecken. Da kommen die Animatronics wohl nicht hin. In manchen... Freddy! Alter, da kommt Bonnie. Oh mein Gott. Freunde, das ist so creepy. Jedes Mal, wenn ich die Seite wechsle, denke ich, das ist gleich eine Animatronic. Oh, hi, kleiner böser Muffin. Jedenfalls denke ich jedes Mal, dass eine Animatronic jetzt bestimmt hinter mir ist. Weil irgendwie kann ich auch nicht so richtig lokalisieren, von wo die jetzt gerade überhaupt kommen und ob die weg sind oder sind die noch da oder sind sie in meinem Schrank? Unterm Bett vielleicht? Ich wette, eines auch auf ein Scheißhaus. Ihr legt ein Ei. Hey, Freunde, wir müssten es aber gleich geschafft haben. Die Uhr springt um, Freunde. Timing on point. Freunde, wir kriegen wieder eine Cutscene. Guck mal. Das ist der Purple Guy. Mit einem Helm auf. Warte mal. Aktivieren sich jetzt? Warte mal. Was passiert denn jetzt? Ey, warte mal, da steht doch noch jemand. Da steht irgendein Kind. Was? Was macht er mit dem Kind? Er steckt das Kind hundertprozentig in so einen Animatronic-Anzug rein, Alter. Oh mein Gott. Okay, warte, was machen wir denn jetzt? Retten wir das Kind? Kann ich spielen? Nee, ist noch Cutscene, warte mal. Was passiert jetzt? Ich meine, hier sind ja noch die anderen Animatronics. Können wir die nicht aktivieren oder so? Nee, es passiert einfach gar nichts. Dankeschön dafür. Aber ihr habt's gesehen, Freunde, mega creepy. Der Purple Guy lockt da irgendwelche Kinder hin oder so und steckt die wahrscheinlich in die Anzüge ein. Ich meine, wir haben das ja schon in Super FNAF gesehen, wie der Kerl das macht. Ist nicht schön anzusehen. Ist auch ziemlich eng in den Anzügen. Aber Freunde, spielen wir jetzt mal Nacht Nummer 4. Ich weiß nicht genau, was hier jetzt abgeht, weil Foxy ist nicht mehr im Schrank. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Ich schätze mal, wenn Foxy nicht im Schrank ist, ist Foxy bestimmt aktiv oder so. Oh. Zumachen. Wer ist da draußen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, welche Animatronics jetzt aktiv sind. Ich glaube aber, wenn ich die Lichter gerade gesehen habe, Chica und Bonnie? Keine Ahnung, Freunde. Warte mal, ich geh mal gucken. Okay, ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Oh, hier kommt jemand. Ah, zu. Nein, nicht mit mir. Lass mich hier auf keine Spielchen ein. Oh. Ach, das ist nur der blöde Muffin. Okay. Wo ist denn? Freddy, mach zu. Verdammt nochmal. Haben die eigentlich nichts zu tun, diese Animatronics, dass sie eins hier im Gang rumlaufen können? Ich finde es aber ganz praktisch, dass die immer so schnell die Seite wechseln. Da muss man eigentlich nur hin und her laufen und die Türen fleißig zuhalten. Das ist eigentlich so das Einzige, was wir machen müssen. Ich laufe jetzt einfach... Oh nein, ich habe aus Versehen... Was? Nein.
Nein, 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 nein! Nein, Foxy! Oh mein Gott. Was? Was? Foxy geht einfach! Habt ihr das... Oh, oh. Oh, oh, mach zu! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Foxy war einfach draußen auf dem Gang, hat mich nicht gesehen. Wie kann man so viel Glück haben? Oh Leute, ich glaube, Foxy kommt jetzt hier drüben. Ich muss zumachen, ich muss zumachen. Holy shit, holy shit. Alter, das ist ja mega übel. Wie viele Animatronics sind denn hier jetzt unterwegs? Ich glaube, wir haben Freddy, Bonnie und Foxy. Foxy hat sich also aus unserem Schrank auf den Weg gemacht, um die anderen jetzt zu unterstützen. Weil Foxy hat sich wahrscheinlich auch gedacht, yo, seid ihr dumm? Warum könnt ihr das Kind nicht fangen? Ich helfe euch jetzt. Ja, aber Foxy kann es auch nicht. Okay, warte, hier ist doch irgendwer im Gang. Hier ist doch... Ah, Chica geht weg. Okay, Glück gehabt. Aber hier drüben kommt irgendwer. Oh, nee, Bonnie geht? Okay, das... Oh! Keine Ahnung, wer das war, aber ich glaube, es war Freddy. Digga, was hier abgeht, Alter. Okay, warte mal, wir laufen gleich. Nochmal, wir müssen... Oh, wir müssen darüber, wir müssen darüber. Mach zu, mach zu, mach zu. Holy shit. Aber es geht bis jetzt eigentlich ganz gut, Freunde. Wir kommen ganz gut zurecht in dieser Folge. In der ersten Folge sah das noch anders aus. Da haben wir mächtig aufs Maul bekommen. Da gab es ja einen Jumpscare nach dem anderen von den Mistviechern. Aber ich muss sagen, heute schlagen wir uns tatsächlich ganz gut. Bis jetzt sieht es relativ... Oh, Freddy komm, Freddy komm, Freddy komm. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Oh Gott. Okay, ich glaube, Freddy steht draußen vor der Tür. Oh mein Gott. Wer kommt denn hier? Alter, aber Freddy ist da. Freddy ist... Alter. Nee, Freddy geht weg. Oh mein Gott, hab ich Glück gehabt. Okay, da drüben sind die noch vor der Tür, Freunde. Aber die Uhr müsste gleich umspringen. Die Uhr müsste gleich auf 6 Uhr umspringen. Ich glaube, Bonnie ist noch da draußen. Keine Ahnung. Ich find's auch mega... Die Uhr springt um. Wir haben's geschafft. Ich find's mega nice, wie der Typ einfach durch den ganzen Raum greift. So. Und die Tür festhält. Oh, Freunde, die Cutscene geht weiter. Wir gehen jetzt hier rein. Oh, und das Kind? What? Das ist... Hä? Was machen... Hä? Was machen wir denn jetzt? Ah, wir nehmen dieses Kind mit. Okay, wir retten das Kind also, oder was? Hä? Wir retten das Kind und Purple Guy lässt es einfach so passieren? Was? Macht gar keinen Sinn. Das Kind kommt einfach so mit uns mit und wir sagen, yo, hey... Red nicht mit Fremden, geh nicht mit Fremden mit, mach das nicht nochmal. Der Junge sagt, ja, okay, alles klar, kein Problem. Ja, und Purple Guy steht einfach da und denkt sich so, ah, verdammt, er hat das Kind mitgenommen, ey, ich konnte es nicht umbringen. So, lässt sie einfach gehen so. Ah, ich glaube, da kommt noch was, Freunde. So, die fünfte Nacht gucken wir uns jetzt einfach auch mal noch an. Ich weiß nicht genau, wen wir hier jetzt als Gegner haben. Wen? Oh! Mach zu, nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Verdammt nochmal! Ja, da wollte ich die Tür vor Foxy zuhalten, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Okay, warte mal, hier rechts kommt gerade niemand. Ich glaube, hier... Oh, hör mal aber, Nardo. Was machst du vor der Tür? Kannst dich anklopfen? Bisschen Privatsphäre, bitte. Okay, ich weiß nicht genau, wem wir jetzt alles in dieser Nacht als Gegner haben. Ich meine, auf jeden Fall Foxy, den haben wir schon gesehen. Ich glaube, Bonnie auch, wenn ich das Licht richtig gesehen habe. Aber keine Ahnung, wen noch. Da ist der komische Muffin. Okay, wir haben da ein Licht und wir haben hier unten noch zwei. Schwierig. Oh, Freddy! Oh mein Gott. Ey, wer kommt denn da drüben jetzt noch alles? Ey, was ist, das ein lilanes Licht? Es geht hier schon wieder ab. Seid ihr behämmert oder was? Wen haben die denn hier alles mitgebracht? Oh, oh. Fredbear? Fredbear? Fredbear, geh. Geh. Ich wusste nicht, dass du vor der Tür stehst. Ich wollte... Nein. Nein. Nein, komm. Mach nicht den, Bruder. Mach nicht den. Oh, fuck. Mach die Tür... Was? Was ist denn das hier für eine Versammlung? Okay, Freunde. Ich weiß nicht, ob die mich hier nicht angreifen... Oder ob die mich hier nicht lokalisieren können oder so. Ich bleib jetzt einfach mal... Oh, guck mal, die... Ah, nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Ich gehe einfach mal hier an die Ecke. Raffen die nicht, dass ich hier bin? Sind die dumm? Keine Ahnung, Freunde. Ich glaube, die raffen nicht, dass ich hier an der Ecke stehe. Die gucken da als... Ich glaube, wir haben Fredbear als Gegner. Bonnie. Chica. Und Foxy. Ich glaube, wir haben vier Gegner. Wir haben die jetzt einfach gekonnt ausgespielt. Wir haben uns einfach in die Küche gestellt. Oh, Muffin, verrat mich nicht. Muffin, verrat mich nicht. Geh einfach, geh einfach. Wir haben denen einfach gesagt, yo, safe. Wir machen in der Küche Essen für alle. Lasst mich in Ruhe. Haben die gesagt, okay, kein Problem. Wir warten unten im Flur. Das machen wir jetzt. Die sind ziemlich penetrant, die Jungs. Ja, die stehen draußen. Lassen mich hier drinnen nicht unbeobachtet. Aber wenn ich hier hinter der Ecke stehe, ist alles safe. Ha. Ihr seht, hier ist die Spüle. Da drin brate ich die Sandwiches. Warum in der Spüle? Ich weiß auch nicht genau, weil der Herd vielleicht da drüben ist und ich mich da nicht hintraue. Hoffentlich wundern die sich nicht, warum die Sandwiches so nass sind. Okay, Leute, aber das hier drin scheint wirklich ein Safe-Spot zu sein. Oder doch nicht? Oh, wow. Doch nicht. Nicht safe. Nein, nein. Aber wir versuchen es natürlich normal, Freunde. Wir wissen jetzt, wen wir alles als Gegner haben und dass wir ziemlich... Oh, ich habe mich erschreckt, weil Chica im Gang war. Ich wäre fast gestorben, weil ich husten musste. Oh mein Gott.
Himmel, Arsch und Zwirn, Freunde. Das Spiel hat mich fast im Real Life umgebracht. Das wäre echt Happy Hardcore gewesen. Okay, wir machen hier drüben mal zu. Ich habe mich echt hart verschluckt. Ich habe mich so erschreckt, so... Und habe meine eigene Sabber eingeatmet. Ganz schlechter Zeitpunkt, Freunde. Ganz schlechter Zeitpunkt. Aber wie auch immer, bis jetzt sieht es ja... Hi, lieber Muffin. Hi, lieber Muffin. Ich halte da drüben einfach mal die Tür zu. Und wenn hier drüben einer kommt, dann mache ich erst die hier zu. Das ist ein richtig guter Plan. So, hi, oh, mach die Tür zu. Nice, nice. Warte, wer kommt da drüben? Geh schon mal hier rüber. Geh schon mal hier rüber. Falls jemand kommt, schließe ich einfach schnell die Tür. Schnell die Tür. Oh mein Gott. Nee, da war keiner. Okay, ich dachte kurz, da steht einer in der Gasse, aber nein. Okay, ich gehe hier rüber, damit ich die Tür schnell zumachen kann, falls es sein muss. Oh, ich gehe zurück, ich gehe zurück. Ach, guck mal, der kleine Muffin will auch raus. Mach's gut. Oh, da kommt wer. Hi, hi. Oh, nein, mach zu, mach zu. Oh, ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, es war Fredbear. Ich finde es aber auch ganz praktisch, dass die Animatronics hier keine Verhaltensmuster oder so haben. Die laufen einfach nur dumm in den Gängen rum und wir machen zwischendurch ein paar Türen zu. Ist eigentlich relativ easy. Mach mal zu. Okay, nice. Oh, Leute, hier drüben kommt irgendwer. Oh, nein, Fredbear. Oh, holy shit. Alter, Vater. Okay, ihr merkt es schon. Die fünfte Nacht ist gar nicht mal so einfach. Okay, Leute, ich habe hier gerade eine ganz interessante Taktik irgendwie. Ich habe eben die Tür da aufgehen lassen, während der Animatronic davor stand. Ich glaube, diese Animatronic hängt jetzt hinter der Tür fest. Ich weiß selber nicht genau, wer es ist. Und seitdem ist niemand mehr zu dieser Tür gekommen. Die Tür hier halte ich einfach zu, damit keiner kommt. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut, aber jetzt kommt irgendwer. Oh, ja, jetzt kommt... Nee, Freddy kam und ging wieder. Ja, nice. Also, wir bleiben einfach hier hinterm Bett stehen. Das scheint safe zu sein. Ich glaube, hinter der Tür steht sogar Fredbear. Ich glaube, es ist Fredbear. Übernehme hier keine Garantie für gar nichts. Okay, wer kommt da? Wieder Freddy, oder? Wieder Freddy? Nein, Freddy, komm, mach nicht den, Bruder. Mach nicht den. Freddy? Lol. Als ob er mich nicht sieht. Was ist los mit Animatronics? Sind die irgendwie dumm? Die Gangschwörer, der kam hier rein, hat mir straight in die Augen geguckt und dachte sich, okay, heute nicht. Heute nicht den kleinen Boy. Ey, komm, lass ihn in Ruhe. Gerade schon wieder. Ich weiß nicht, hat irgendwer vergessen, Freddy seine Brille aufzusetzen? Ich meine, ich verstecke mich hier hinter den Bären. Guck mal, ich glaube, das funktioniert. Guck mal, die kommen hier hin und denken sich so, ah, komm. Heute nicht. Also ich finde es echt erstaunlich, dass es bis jetzt gerade so gut funktioniert. Ich glaube, ja, es war Fredbear, der hinter der Tür festhing. Aber Moment. Jetzt ist er wieder frei. Oh, ich glaube, das ist nicht gut, Freunde. Ich bleibe einfach mal. Ich bleibe mal. Oh, da ist er. Leute, er sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Die Uhr ist auf 5 Uhr gerade umgesprungen. Gleich springt sie auf 6 Uhr um und dann haben wir gewonnen. Einfach nur, weil die Animatronics heute Morgen vergessen haben, ihre Brillen aufzusetzen. Ich meine, man muss auch mal Glück haben. Okay, warte, wer kommt da? Oh, Foxy. Oh, Freddy. Nein, nein, nein. Lol, er hängt am Bett fest. Lol, er hat's null gerafft. Die Uhr springt um. Wir haben die fünfte Nacht geschafft. Easy. Freunde, wir kriegen keine neue Cutscene. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie enttäuscht ich bin. Ich hatte gehofft, Purple Guy kommt noch zur Besinnung und bringt diese ahnungslosen Menschen einfach um. Tut er nicht. Und ich habe ihm vertraut. Aber Freunde, das war's für Five Nights at Freddy's 4 in der Freeroam 3D, was auch immer Edition. Ich erfinde noch ein paar Buchstaben A, B, Z. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir haben jetzt noch die Nächte 3, 4 und 5 besiegt. Gut, in der fünften Nacht haben wir ein wenig Bug-Using betrieben, aber... Das muss sein, weil das ganze Spiel ist ein einziger Bug. Wie auch immer, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und den Kanal zu abonnieren, damit ich noch die 100.000 Abonnenten dieses Jahr bis Weihnachten am besten schaffe. Fände ich korrekt von euch. Ich meine, wenn ihr jetzt geguckt habt und euch so gedacht habt, jo, ist cool, oh, ist witzig, dann lasst ruhig ein Abo da. Ich freue mich. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.